beschäftigen uns mit Franz Ruhi schon jetzt viele Jahre mit dem Lied aus dem 19. Jahrhundert und wir haben immer dem Publikum erzählt, dass wir ja aus Innerfelgraten kommen in Osttirol und dass wir den ganzen Winter diese schönen Lieder hergerichtet haben für unsere Besetzung. Und dann, wie das große Konzert kam, ist der Sänger einfach nicht erschienen. Der hat den Eingang ins Tal nicht gefunden. Für uns war das eine Offenbarung, wie wir dann zum ersten Mal mit dem Florian Bösch gearbeitet haben, war für uns klar, jetzt ist der Sänger wirklich gekommen. Ich bin völlig überzeugt von dieser Zusammenarbeit. Das ist ein ganz, ganz schöner Ensemble-Gedanke. Das Gefühl, nicht allein zu sein, sondern etwas mit jemandem zu machen, begleitet zu sein und zu begleiten, das ist wirklich große Freude, große Freude. Von glänzender Höhe zur Erde zu blicken. Dann kam diese Idee mit dieser Videoarbeit von Jonas Dahlberg, ein Miniaturmodell aus Kerzenwachs geschaffen. Diese Lieder, wo es um die Liebe geht, um das Vergehen geht und dann wieder um die Liebe und dann geht es wieder um das Vergehen und dann geht es wieder um die Liebe. Man schaut den ganzen Abend lang einem Verfallprozess zu oder einem Vergehen oder einem Schmelzen, etwas, was verschwindet und wir musizieren dagegen an. Das ist so die Grundsituation, glaube ich. Und das ist eben nochmal ganz eine andere Ebene, wie ein Liederabend heute sein kann.